Hey ihr Beutelchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir Beutelchen als kleine Muhme beschimpft, was sie immer noch ist. Helia war arbeitend, genau wie Kali, und wir können ein Tier adoptieren. Für 200 Euro können wir uns ein Tier zulegen. Ich würde sagen, das probieren wir in dieser Folge und schauen, was wir da machen können. Ich würde sagen, wir legen los. Heda geht gleich ins Bett. Tee saufen. Schreibt eine Runde. Soll sie ruhig machen. Kali pennt übrigens schon. Und dann werden wir mit Beutelchen versuchen, ein Tier zu adoptieren. Das ist doch jetzt nicht wahr. Fotografien. Werden wir auf jeden Fall irgendwann herausfinden. Ich wollte eigentlich meine Fähigkeiten. Schreiben ist auf Level 8. Nein. Beutelchen, es tut mir leid, du musst das mal reparieren. Und das meine Runde aufwischen. Und dann wollen wir uns einen kleinen süßen Hund zulegen. Ja, ich glaube, wir werden als erstes einen Hundi holen. Dann hat nämlich Beutelchen wenigstens ein bisschen Sozialkontakt, wenn wir dann alle arbeiten sind. Problem ist aber diese, dass wir in dieser Welt, glaube ich, keine Tierklinik haben. Muss ich noch herausfinden, ob wir da irgendwo hingehen können oder ob wir vielleicht eine Tierklinik errichten müssen. Solange Beutelchen energiegeladen ist. Das ist schön, energiegeladen. Sieht man auch hier, dass sie Leuchtesymbol hat. Und gleichmäßig aufs Gesicht packt. Kali müsste eigentlich gleich da sein. Ja. Dann lassen wir mal Beutelchen ein bisschen trainieren. Und wenn sie schon draußen ist, ernten. Ja, ich weiß, wir wollen alle unseren Hundi sehen. Oh. Beutelchen. Komm, du hast es gleich. Ey, du hast es doch fast. Ah, egal. Wir holen uns jetzt gleich einen Hundi. Ich wollte gerade bei Kali eine Runde baden gehen. Duschen. Passt zur Musik. Ja, Beutelchen, was wird's? Ein kleiner Hund? Wir schicken Beutelchen nochmal auf die. Ja, wir haben es geschafft. Gut, das reicht, Beutelchen. Ich wollte nur das Level. Das Level erreichen.
Kommt. Haushalt, wir tun's. Eine Tierklinik kaufen. Können wir das noch essen? Nimm mal. Eine Tierklinik, das wäre es eigentlich. Was meint sie bitte mit adoptieren 1000? Vielleicht ein Kind vielleicht? Und adoptieren. Die beiden wissen von nichts, was Beutelchen hier wieder macht. Halli. Hör auf zu quieken! Es! Hundis! Ach du meine Güte! Verdammt! Alles sterilisiert. Ja, das ist ja okay. Oh, was nehmen wir denn? Was passt denn zu Beutelchen? Zwergpinscher, nein, da würde mich Beutelchen, glaube ich, eine Runde töten. Aber man weiß ja auch nicht, wie die Tiere drauf sind. Ein kleiner süßer Rottweiler? Fragen über Fragen? Sieht ja schon knuffig aus. Also die drei vielleicht auch. Foxterrier hier. Die drei, glaube ich, stehen uns schon ein bisschen näher zur Auswahl. Dio. Wir uns einen Rottweiler einfach so. Wir können uns ja immer noch die anderen Tiere zulegen. Ich glaube, ich entscheide mich für den kleinen süßen Rottweiler. Bist du drei Tiere aussuchen? Nee, erstmal ein Rottweiler zum Ausprobieren. Ich glaube nämlich, wenn wir uns die anderen Tiere holen, das wird doch ein richtig schöner Aufwand. Wir müssen ja erstmal uns mit denen befreunden und ob es dann klappt, ob wir dann diese Tiere bei uns ins Haus holen können, weiß ich nicht. Deswegen, wir nehmen uns einen kleinen süßen Rottweiler. Den Hunter. Adoptionsvermittler. Guten Tag. Wir lassen Sie sich nicht stören von von meinen Klamotten. Fimpy. Yakalau Dunba, Brugi Payun, Chonkabi, Shabashu Kanumi, Nukum Kaleng, Yamsa Prita, Yakalau Dunba. Brugi Payoon. Fibalo Noyem. Bempi Shelbo. Kanumi. Merkel Zira. Ich habe das noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Floopy. Kuna. Oh, and Fora. Lerna. Oh. Ich habe das noch nie gemacht.
Müssen wir die Tür erstmal aufschließen? Wartet mal. Zutritt gestatten für... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich auch nicht. So, Beutelchen. Kann er reinkommen jetzt? Gib mir jetzt endlich Hunter! Mann! Moochie Peachy, go on. Hemka Harp Dolphins. Sabomanukum, Miwa. Sabula. Vielleicht müssen wir uns ja noch eine Decke und sowas hinlegen. Moment. Nämlich die gucken, manche gucken ja sehr gerne, ob wir schon alles für das Tier dann vorbereitet haben oder nicht. Ach komm, Lida sieht am besten aus. Diese verdammten Bücherregale immer. Jetzt hängt es direkt vorm Fenster. Ach, Beutelchen hat ja Bücher. Alles in rosa. Ja. Wie gesagt, wir werden ja irgendwann größer. Gut, Kali sieht man jetzt nicht mehr hinter dem Dings. Huh? 24 Stunden. Und geh mal eine Runde Bahn. Ich hab Helia total vergessen! Gut, er kommt rein. Ah, Leute! Weiter runter? Natürlich bei Abbott adaptieren. Oder warte mal, freundlich vorstellen. Oh, wartet. Oh, wir brauchen einen perfekten Namen für Beutelchens kleinen, süßen Rottweiler. Lasst mich mal kurz. Sieht aus wie Schwarztee. Es war ein Männchen, ne? Hunter war ein Männchen. Das ist... Ah, verdammt, darüber habe ich jetzt mir keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, wir müssten die Tiere von den Nachbarn klauen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Namen. Lasst mich. Was haben wir denn? Wir haben die Weltherrschaftsvieh. Es müsste irgendwas mit Tee oder irgendwas mit Weltherrschaft zu tun haben. Mir fällt echt kein Name ein. So auf die Schnelle. Ah,
Schnelle Beutelchen. Irgendwas mit Tee. Mir fällt einfach kein Name ein. Wartet mal, wir nehmen. Mir fällt echt kein anderer Name ein. Und Nachname ist natürlich das wunderschöne, wunderschöne Ding. Oder wartet mal, wir hätten noch den Namen. Owen? Enid? Leute, das ist jetzt ein sehr. Komm. Big T. T, Big T. Er ist ein blöder Name, ich weiß, aber fürs Erste. Ja. Sehr schön. Screenshot. Oh, jetzt habe ich einfach einen Screenshot gemacht. Wir haben einen Hund, ihr Lieben. Ja, passt schön auf T-Net auf. Oh, Streichchen. Er ist also ein aggressiver Hund. Das ist halt das Blöde, wenn man ein fremdes Tier sich holt. Na, dann müssen wir uns doch. Warte. Durch das an, ist das ein kleiner Wuschel? Kann man Verhaltensdinger von ihm irgendwie herausfinden? Keine Ahnung wie. Er schläft jedes Mal. Oh, ein Rottweiler, der auf pinken Sachen schläft. So, die Cuddy geht eine Runde schwimmen. Beutelchen muss man ganz dringend pudern. Und er schläft anscheinend. Komm, wir müssen. Nein, nicht weinen. Läuft. Guck mal. Lauf schneller. Sehr schön. Der Produzent von Hela schickt ihr mehrmals am Tag panische E-Mails. Es ist schwer, die Arbeit zu erledigen, wenn sie ständig kleine Notfälle übernehmen muss. Jeder kann E-Mails entweder ignorieren oder eine Lösung suchen, die alle Probleme des Produzenten beseitigen. Wo rennst du hin? Er geht schnüffeln. Steckt die Nase in. Oh, ist der klein, der wird sich ja irgendwo hinmachen. Er lebt auf jeden Fall T-Net. Big T.
Eutchen, kümmere dich drum. Yebes! Yasinar Mom! Quafika Bimo? Ah, Chilu. Yabasane. Was macht ein Beutelchen da? Wir haben Tiere. Ein Tier. Rechnung bezahlen. Lumina. Jetzt. Gut, wir kommen nicht an unsere Rechnung ran. Warum Beutelchen sich nicht umzieht, habe ich auch keine Ahnung. Gut, Beutelchen rennt. Was machen wir jetzt? Ich glaube, er hat soweit alles. Wir könnten... Oh Gott, Kali, komm mal wieder nach Hause. Geh mal auf Klo. Hör auf zu heulen, Big T. Ja, immer schön Macaroni rein. Schade ist, dass man nicht sehen kann, wie sich die Tiere fühlen. Wartet, wir sollten mal gucken, ob wir noch irgendwas... ...spielzeugmäßiges für die Tierchen finden. Und ich kriege natürlich keine Accessoires. Bälle haben wir. Ah, nehmen wir. Muss ich das jetzt reinstellen oder geht es auch draußen? Gute Frage, nächste Frage. Der Hund sollte auf jeden Fall nicht ins Zimmer, wo Klein Helia und sowas ist. Sonst werden sie jedes Mal wach gemacht. Gut, Kali kommt. Ulan. Mal damit reden. Ein aggressiver Hund, aber wenn er nur andere Leute in den Hintern beißt, ist es ja nicht so schlimm. Die Kali ist zu Hause. Wartet mal, kennenlernen. Damit hat die Kali schon mal Kontakt mit Big T gehabt. So, Beutelchen, das reicht. Dann könnte eigentlich... Aha. Oh.
Sei lieb, Kali. Oh. Streiche. Du gehst jetzt nicht zum Gericht, oder? Ah, er guckt sich die Kaffeemaschine an. So, Beutelchen, danach wirst du auch erstmal was essen. Sehr schön. Die meisten Tiere kann auch Big T auf unerklärliche Weise von Dingen rund. Kaffeemaschine auf jeden Fall. Er ist besessen von der Kaffeemaschine. Ihr Stück. Bälle haben wir schon mal. Sei mal so gut und säuber das mal. Wieder anschimpfen, ausbrüllen, was scheuchen. Reden. War er das gerade? Ich habe es gerade nicht miterleben können. Ich glaube, das war er. Gut, Kali muss ja bald Leckerchen geben. Ruhhund. Ruh. Ob das schon geht? Akali! Jetzt habe ich das vorgehoben, ne? Oh, das wäre ein gutes Bild gewesen, eigentlich. Akali aus dem Bild. Ja. Oh, Helia ist zu Hause. Kennenlernen. Beutelchen, sei mal so gut und schreiben üben. Sehr schön, er mag mich auch. Knuffig. Der macht uns demnächst mal wieder in die Wohnung. Der denkt sich, oh Gott, was will die Alte von mir? Cappuccino, ja. Happy Rebobia. Ja, Ben Trip. Flamon.
Und fertig, Beloy. Flamon, nicht gebaut. Aroga Abenor! Give it to me! Oh? Suna! Nein, Bahn. Gewicht nehmen. Und programmieren üben. Beutelchen schnell. Mann, nein! Upa, Taru! Jetzt kann er kommen. Ich glaube, da kommt die Treppen nicht runter. Mach's wenigstens draußen hin. Ja, ich bekomme ihn gerade nicht runter, deswegen muss er jetzt hier erstmal seine Knödel hinlegen. Ich glaube, da kommen nämlich die Treppen hier nicht runter, sonst purzelt er runter. Jetzt nicht. Von Frauchen oder Herrchen, das ist schön. Awavine? Oh, der ist müde. Joking. Beutelchen, der schläft. Einfach auf das Ziel gepackt, so, ne, hab damit Spaß. Das größer als er selbst. Gut, wir müssen uns erstmal um Helia kümmern. Helia. Mit Tisi tanzen. Mit Tisi tanzen. Oh. Alles klar, dann nicht. Saufen geht ab. Gut, sie kann auch ein bisschen schreiben lernen. Die Kali. Er tanzt mit. Nein, das ist nichts. Aus. Big T. Galoppel, galoppel, galoppel. Stehen. Tanzt der etwa mit? Nahrungsspende, lass die Tür zu! Beutelchen braucht.
Er bellt alle an, kann das sein? Ja, Kali. Mampf nochmal. Streicheln. Ja, Welpen muss man erziehen. Das ist das ganz Wichtigste. Sonst hat man irgendwann eine Arschkarte. So, Beutelchen geht dann. Eine Runde pennen. Fragt sie es etwa. Alles klar. Kali, sei mal so lieb. Musik ist schon cool, ne? Dann mach mal bitte das sauber. Wasch dir die Hände. Geh auf Klo. Oh Gott, ich muss nach Helia gucken. Schlafen. Was? Keine sozialen? Was? Wer hat das gemacht? Gut, sind alle wieder pennen? Okay, irgendeiner hat, hat sie ja schon. Und dann schalt das hier erstmal aus. Dann ab ins Bett. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, werde ich hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer hat hier irgendwas gemacht? Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.